Hallo, meine lieben Zeitreisenden, und herzlich willkommen zum Neurotainment Podcast. Ich sitze immer noch hier mit Fantasy-Autor Wolfgang Holbein in einem Restaurant. Es ist etwas laut, das heißt, leider ist die Akustik hier auch nicht besonders gut. Ja, und es geht jetzt einfach weiter mit dem Interview, das ja bereits im letzten Podcast begonnen hat. Meine erste Frage an Sie wäre: Kann der Leser etwas aus Ihren Büchern lernen? Ich hoffe es doch. Also ich verlange das nicht. Also ich werde ja gerade sowas öfter gefragt. Ich persönlich, ich kann Bücher nicht ausstehen, die mit dem erhobenen Zeigefinger kommen und mich belehren wollen. Die können auch so gut sein, die klappe ich dann zu. Ich kann sowas nicht lesen und ich kann es erst recht nicht schreiben. Aber ich habe natürlich schon meine Meinung zu allem, zu der Frage, was richtig und falsch ist und was man tun darf und was nicht. Und wenn jemand für sich da was rauszieht und sagt, das hat mir gefallen oder das hat mich überzeugt oder mich von einem Fehler abgehalten am besten, freut mich das natürlich. Aber wenn jemand sagt, ich lese die Bücher nur, weil sie spannend sind, ist es auch okay. Ich glaube aber, dass man, ganz egal, ob man jetzt hohe Literatur oder Cherry-Button-Heftchen schreibt, dass man durchaus eine Verantwortung hat den Leuten gegenüber, die Sachen lesen. Also da muss man sich schon, auch wenn es ganz bewusst nur Lesefutter ist für die Bahn oder für die Badewanne oder den Strand, man muss auch da manchmal überlegen, was man schreiben kann und sollte. Aber ich glaube, das spürt man auch, wenn einem was selber gegen den Strich geht. Dann so weit würde ich eben nicht gehen, irgendetwas zu schreiben, von dem ich nicht überzeugt bin, wenn ich nur, weil es gut bezahlt wird. Also. Nehmen wir an, wir würden in einer Welt leben, in der es keine Währung mehr gibt, keinen Grund mehr, arbeiten zu gehen. Was würden Sie dann tun? Bücher schreiben. Wenn ich mich mal irgendwann zur Ruhe setze, was wahrscheinlich nicht der Fall sein wird, aber ich würde vielleicht weniger schreiben als heute, klar. Aber ich glaube ich schon, vielleicht gibt es auch irgendwann ein anderes Medium, in dem ich mich ausdrücken kann. Also, aber Geschichten erzählen im weitesten Sinn, egal, ob jetzt mit der Stimme, mit dem Stift oder mit Bildern, das ist das, was mir Spaß macht. Gibt es Projekte, die Sie vorhaben in Zukunft, die in eine andere Richtung gehen als das, was wir bis jetzt gemacht haben? Also ich taste mich gerade so ein bisschen an den Thriller-Bereich ran. Das wird jetzt auch ein Experiment. Ich weiß nicht, ob ich es kann. Die wenigen Leute, die es bis jetzt gelesen haben, finden es ganz gut. Das heißt aber nichts, weil das Freunde wie Bekannte von mir sind. Sie sind nicht objektiv. Also damit hat der Leser das letzte Wort. Ich hoffe, es klappt. Es macht jedenfalls Spaß. Wobei das ja auch zumindest ein verwandtes Thema ist, in dem auch spannende Geschichten. In dem Buch Unterland passiert es einem Schriftsteller, dass er sozusagen von seinem Roman eingeholt wird. Könnte Ihnen das auch passieren? Sicherlich nicht so extrem, aber das ist eben das Schöne an so meistens doch sehr, sehr extremen Fantasy-Geschichten, die ich schreibe, dass die Wahrscheinlichkeit, dass heute Abend, wenn ich nach Hause komme, ein Drache auf meiner Garage sitzt, ist nicht allzu groß. Aber natürlich, ich habe die gleichen Ängste wie andere Menschen auch, dass all dieses Unglück, mit dem ich meine Helden überschütte, dass mir sowas auch mal passiert. Und nicht ganz so dramatisch, aber im kleineren Maßstab ist es natürlich auch schon passiert, ja. Das heißt, Gerade Unterland ist ein wunderschönes Beispiel. Es glaubt mir kein Mensch. Ich kann Ihnen nur versichern, dass es wahr ist. Es beginnt ja so ziemlich mit der Szene, in der der Swimmingpool zusammenbricht. Ganz genau das ist mir ein halbes Jahr später passiert. also nachdem Sie es geschrieben Nachdem ich haben. es geschrieben habe, es glaubt mir kein Mensch. Wie gesagt, ich sag's auch normalerweise nur einmal, aber es ist wirklich so rum passiert. Und Aber so da hat es. Kleinigkeiten, solche kleinen, also jetzt, das war das Dramatischste. Kleinere Sachen sind schon mal passiert. Wobei man sich ja manches vorausahnt oder unbewusst schon, die Sache mit dem Swimmingpool war eben auch so. Also, der war selbst gebaut von mir und ein paar Freunden und Nachbarn. Und ich hatte immer die Befürchtung, hoffentlich fällt er nicht mal irgendwann zusammen, wenn er aus Wasser raus ist. Aber trotzdem, hatte ich keine richtige Angst davor. Naja, ich hätte das Buch besser nicht geschrieben. Okay, aber weiter ist nichts passiert. Sie sind nicht entführt worden oder irgendwas Nein. anderes. Angst davor besteht auch nicht. Nein. Eine Frage, die jetzt bestimmt selten gestellt wird, ist dann auch die letzte. Was ist Ihrer Meinung nach der Sinn des Lebens? Das Leben. Ganz einfach. Das Leben weiterzugeben. Also, dass eine Generation im Endeffekt dafür da ist, dafür zu sorgen, dass die nächste auch leben kann und nach Möglichkeit besser oder genauso gut. Also ich weiß nicht, ob es einen tieferen Sinn gibt. Das führt dann eben auch zu der Frage, gibt es Gott oder etwas Ähnliches? Und natürlich möchte ich,
Ich glaube, wie jeder, auch jeder bekennende Atheist, möchte ich eigentlich im Grunde daran glauben, dass da noch mehr ist und das Leben nach dem Tod und große Bestimmungen, weil wenn das alles nicht so ist, ist es ja eigentlich ziemlich blöd. Da kann man sich auch fragen, was mache ich hier eigentlich? Ich weiß es nicht. Ich möchte es glauben, aber ich kann es eigentlich nicht wirklich, wenn ich ehrlich bin. Ich weigere mich zu glauben, dass das alles völlig sinnlos ist. Es wird schon irgendeinen Sinn geben, aber der einzige, den ich erkennen kann, ist eben, immer weiterzumachen. Das ist auch der Grund, warum sie so viele Kinder haben. Nein. Nein, also wir sind kinderlieb und wir wollten auch Kinder. Und dass es dann 5 geworden sind, wollten wir vielleicht nicht. Das macht aber nichts. Und der Unterschied zwischen 4 oder 5 Kindern ist nicht annähernd so groß wie der zwischen keinem und einem. Also das ist der große Schritt. Genau, weil es heißt doch, was sollte man gemacht haben? Einen Baum gepflanzt, ein Kind gekriegt. Ein Buch geschrieben. Insofern, das haben sie ja wahrscheinlich dann jetzt. Also ich habe etliche Bäume gepflanzt und der Rest auch, ja. Genau. Okay, Ja, aber er ja. will damit ja eben nur sagen, etwas zu hinterlassen. Es ist wirklich so. Also ich hätte vielleicht auch ein sehr glückliches Leben führen können als sehr zufriedener Autoschlosser oder Tischler oder irgend sowas. Aber es ist auch ein schönes Gefühl zu wissen, dass ich da eben nicht nur ein protziges Haus und ein dickes Bankkonto hinterlasse, wenn man das, dass meine Erben vielleicht hinterher auf den Kopf hauen und 3 Jahre nach meinem Tod weiß keiner mehr, dass es mich gegeben hat. Die Vorstellung, dass vielleicht auch in 100 Jahren noch jemand meine Bücher liest oder vielleicht sogar in 500, wer weiß, die ist schon schön. Die Resonanz von Ihren Fans, was war so die für Sie persönlich bedeutendste Resonanz, die Sie bekommen haben? Gab es da irgendwas, wo Sie gemerkt haben, das Also macht richtig es Sinn? war nichts, das mir jetzt die Tränen in die Augen getrieben hätte, aber es gab 2 oder 3 Gelegenheiten, eigentlich ganz simpel. Das erste war vor etlichen Jahren, dass mir eben eine Mutter einen Brief geschrieben hat, sie hätte einen Sohn gehabt, der nie gelesen hat. Und dann, damals gab es noch keine CDs und Hörbücher, da gab es diese Kassetten für Blinde. Und die hat sie ihm einfach mal gegeben und er hat sich 2 Stück angehört, hat ihr dann zurückgegeben, hat gesagt, das finde ich langweilig, gib mir das Buch, ich will selber lesen. Und seither liest er auch Bücher. Und sowas ist 2, 3 Mal passiert und das macht dann wirklich Spaß. Also das ist, dann hat schon Sinn gemacht. Also eins meiner Lieblingsthemen, jetzt komme ich ja doch mit meiner Botschaft, aber eine meiner Lieblingsthemen ist ja so der Kampf zwischen Gut und Böse, mal übertrieben ausgedrückt, dass jeder Mensch für sich immer wieder entscheiden muss, was er jetzt macht. Es macht ja auch Spaß, was Böses zu tun. Das hat ja durchaus eine Faszination. Also Leute wie G.R. Ewing aus Dallas sind ja nicht umsonst so bekannt, oder? Der echte Fan, der echte Star bei Star Wars ist Darth Vader und nicht dieser etwas seltsame Luke Skywalker. Also ich finde, wenn es mir gelingt, auch nur einen einzigen, mir fällt keine bessere Formulierung ein, auf den richtigen Weg zu bringen, also die richtige Seite zu wählen, dann haben sich die 150 Bücher gelohnt. Zur Erinnerung, ich befinde mich gerade in der Stadtteilbibliothek Bornheim. Das ist, falls das nicht jeder weiß, ein Stadtteil von Frankfurt am Main. Heute findet hier eine Lesung statt, deswegen ist Wolfgang Holbein auch überhaupt da. Es geht um einen Auszug aus seinem neuen Roman, Die Tochter der Himmelsscheibe. Wolfgang Holbein sitzt dort bereits, auch vor ihm etwa, ich würde mal schätzen, 100 Fans, die sich jetzt ganz gern einen Ausschnitt von ihm vorlesen lassen wollen. Und soweit ich weiß, gibt es davor noch eine kleine Einleitung der Leiterin dieser Stadtteilbibliothek. Schön, dass ihr alle gekommen sind und ganz wunderbar, dass der Wohnwagen da ist. So. Das Allertollste, wir bringen nicht nur vom Baum, aus dem neuen Buch, aus dem Fußnagel neu zu mir. Das wurde erst ausgeliefert worden. Der Buchhändler hat es noch gar nicht. Du kannst also noch nicht kaufen, du kannst bei ihm nur bestellen. So neu ist es ja nach einer Lehre heute Abend. Und Herr Holbein wird erst aus der Tochter der Himmelsscheibe lesen und dann aus der Zauberin von Werden. Der Feuerinsel. Möchte ich mich nochmal für die Akustik entschuldigen. Es ist leider nicht so einfach mit meinem Mikrofon, was ich hier dabei habe, das hier in dem Raum einzufangen. Wir haben hier auch kleine Störgeräusche. Man hört das, ein relativ lautes Geräusch. Das ist ein Fotograf, da ich nicht der Einzige hier bin, der das Ganze für die Presse festhalten möchte. Also diese Geräusche, die man hört, kommen von einem Fotoapparat. Gut, aber ich will jetzt auch nicht. Oh, irgendwie hat es gerade hier gewackelt. Ich glaube,
Hat sich gerade angefühlt, als wäre hier ein kleines Erdbeben. Gut, vielleicht gibt es eine U-Bahn hier. Okay, also jetzt geht's los. Lesung, die Tochter der Himmelsscheibe. Ich glaube, fängt genau jetzt. Ist das die Verständigung auch in den hinteren Reihen? Könnt ihr das gut verstehen? Oder? Ja, also alles Wichtige ist ja schon gesagt. Also wir machen heute so eine Art Doppellesung. Ich fange an mit einem kleinen Auszug aus dem Roman Die Tochter der Himmelsscheibe, die letzten Herbst erschienen ist. Dazu vielleicht ein paar Worte vorab. Also einige von Ihnen kennen ja vielleicht schon das ein oder andere Buch von mir. Das hier unterscheidet sich aber in einigen wesentlichen Punkten von den meisten Romanen, die ich geschrieben habe. Es ist, auch mit ein paar Archäologen das so bezeichnen, Teil Fantasy. Es ist ein pseudo-historischer Roman, wenn Sie das so wollen. Und im Mittelpunkt steht außer der Heldin, einem 12-jährigen Mädchen, eben die Himmelsscheibe von Nebra, die vor 5 Jahren in der Nähe von Halle gefunden worden ist. Und der dann doch das Bild des Deutschland, wenn Sie so wollen, vor 3000 Jahren ein bisschen auf den Kopf gestellt, weil es erstens ein ziemlich sensationeller Fund war und gezeigt hat, dass auch damals schon Leute hier gelebt haben müssen, die eine relativ hohe Kultur und einen sehr hohen Wissensstand hatten. Und da habe ich mich eben gefragt, wie kommt das und wo kommt die Scheibe her, welches Geheimnis verbirgt sie? Und das ist eben der Anfang eines dann doch sehr umfangreich gewordenen Romanes. Die Hauptperson ist ein, wie ich schon sagte, etwa 12-jähriges Mädchen, die mit ihrer Mutter in einem Dorf lebt, in einem Fischerdorf. Sie stammen doch nicht von dort, sondern sind Überlebende einer Katastrophe, an die sich das Mädchen aber kaum erinnert. Und mit der Szene, in der sie erfährt, wer sie wirklich ist, fange ich jetzt an. Und danach, also alle, die ich damit nicht in die Flucht schlage oder einschläfern kann, mache ich nochmal einen kleinen Ausschnitt aus dem neuen Roman, der heute eben erst erschienen ist. Jetzt aber zuerst mal zur Tochter der Himmelsscheibe. Als sie den Fuß auf die oberste, der ohnehin nur aus 5 Stufen bestehenden Stiege setzte, hörte sie Stimmen aus dem Haus. Ihre Mutter hatte Besuch. Das war an sich nichts Besonderes. Ihre Mutter bekam oft Besuch, meist von Männern und Frauen aus dem Dorf, die ihren Rat in all den praktischen Dingen suchten. Der Boden der Bibliothek hat sich gerade geöffnet. Ach,